Der Vergleich zwischen tierischer und pflanzlicher Ernährung. Der Hauptunterschied zwischen tierischer und pflanzlicher Ernährung liegt in der Qualität und Quelle der aufgenommenen Nährstoffe. Tierische Ernährung basiert auf Lebensmitteln wie Fleisch, Milchprodukten, Eiern oder Fisch, die Proteine, Fette und bestimmte Vitamine liefern. Diese Quellen bieten vollständige Proteine. Sie enthalten alle 9 essentiellen Aminosäuren sowie eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin B12, Eisen und Zink, die vom menschlichen Körper gut verwertet werden. Im Gegensatz dazu besteht die pflanzliche Ernährung hauptsächlich aus Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Die pflanzliche Ernährung ist reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen. Obwohl auch Pflanzen Protein liefern können, enthalten sie nicht immer alle essentiellen Aminosäuren. Deshalb ist eine Kombination verschiedener pflanzlicher Quellen notwendig, um vollständige Proteine sicherzustellen. Die pflanzliche Ernährung hat oft einen niedrigeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren, was sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken kann. Beide Ernährungsweisen haben Vorteile und Herausforderungen. Tierische Lebensmittel fördern die vollständige Nährstoffaufnahme, während eine pflanzliche Ernährung das Risiko chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten und Diabetes verringern kann.